Wir haben aktuell einen. Okay, oh, das geht so ab. Das wird so abgehen, Leute. Ich freue mich schon so. Oh, das wird lustig. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, den Fred. Und es ist soweit. Die ersten Clan-Spiele sind vorbei. Und wir holen uns jetzt natürlich gleich mal die Belohnung ab. Belohnungen auswählen. Deine Punktzahl 500 von 500. The Return hat 17.000. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal nicht schlecht. So, wir wählen... Was wähle ich denn mal? Was ist denn hier? Wir können den Trainingstrank wählen oder wir nehmen das Gold und Elixier mit. Wir nehmen den Machttrank. Wir nehmen den... Nein, oh, ich habe den schon ausgewählt. Ah, ich muss alle auswählen. Ich muss alle auswählen, sonst geht das eh nicht. Alles klar. Jetzt weiß ich Bescheid. Ich würde mal sagen, wir nehmen natürlich die drei Tränke mit. Und wir nehmen mit, soll ich Gold mitnehmen, soll ich Dunkles mitnehmen oder soll ich, boah, da soll ich Juwelen mitnehmen. Also, Dunkles ist einfach so wenig. Also, 3600 ist, finde ich, wenig. Wir nehmen mal die Juwelen mit. Warum nicht? Und fügen sie zur Clanburg hinzu. Ja, sehr schön. Wieder schön animiert. Da sind meine Belohnungen. Da sind meine Belohnungen. Sehr schön. Wir haben sie bekommen. Und... die Clan-Spiele sind beendet, danke und bis zum nächsten Mal, sagt unser kleiner, feiner Baumstammwerfer. Es ist alles wieder eingepackt. Es ist alles wieder eingepackt. Ich würde aber sagen, wir wollen jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen weiterfarmen und gehen dann jetzt... Ich habe schon zwei Lager gestartet. Ne, drei. Ich habe mir das Paket gekauft für 7,99. Ne, 10. 10,99. Und ja, habe dann schon mal drei Lager gestartet. Also den Rest habe ich natürlich selber erfarmt. Und dann würde ich sagen, wir greifen und natürlich später auch noch eben die Belohnung bei Fredonaut. Die will ich auch noch mitnehmen. Und ja, ich suche erstmal eben den Gegner raus. Wir farmen noch ein bisschen und dann bis... Na, nicht bis gleich. Den nehmen wir natürlich mal mit. Ich habe zwar nur einen einzigen Erdbeben. Das schaffen wir. Das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. So, du gehst dahin. Und in der Zeit kümmern sich mal eben schon mal schnell hier alle um die Kanone. Mal eben um die Kanone und den Inferno-Turm für das Achievement. Auch nicht schlecht. Ich muss gleich erstmal gucken, wie viel, was ich denn überhaupt noch alles an Achievements offen habe und was ich da noch alles machen muss. Hier wollen wir auf jeden Fall erstmal nur den Loot haben. So, du gehst dahin. Du sollst bitte den Turm ablenken. Den Bogi-Turm. Hat natürlich super geklappt. Einfach, nämlich gar nicht. Aber doch ein bisschen hat es geklappt. So, da unten ist noch was. Ein bisschen ist noch hinter den Mauern. Das ist eigentlich nicht so gut. Ah ja, die schießen da alle drauf ein. Ich muss echt gucken, dass wir... Ich will natürlich so viel wie möglich mitnehmen. Will aber allerdings ja auch nicht so viel an Truppen verschwenden eigentlich. Deswegen ja, ein bisschen zur Ablenkung. Ein paar Barbaren vorgeschickt. So, die Bogis kümmern sich hoffentlich um den Rest. Du noch dahin, 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 dahin. Ich farme aktuell nur mit diesen Truppen. Ich habe das Farmen habe ich so vermisst. Es macht wieder so viel Spaß. Einfach sich das, den Loot wieder zu holen. Einfach die Inaktiven zu suchen. Vor allem in Kristall. Ich finde so viele Inaktive in Kristall. Es ist richtig cool. Ah, wir kriegen sogar noch den Bonus. Wir kriegen sogar noch den Bonus obendrauf. Wir warten jetzt mal eben ab, bis sie sich hier alles geschnappt haben. Aber wo ist denn noch was? Da ist noch eine Mine. Und da ist natürlich auch noch was. Komm, schnapp dir den Elixier-Sammler, Freunde. Ich muss sagen, insgesamt... nein, die hat mich verklickt. Ah, ich wollte doch die Barbaren setzen. Insgesamt kam das Update bei euch echt gut an, muss ich sagen. Hab mir natürlich viele Kommentare durchgelesen. Wirklich viele. Und vor allem die Idee mit den Tränken. Und mit den Büchern, das kam sehr gut an. Finde ich auch cool. Hat mich auch gefreut. Und wir freuen uns jetzt natürlich alle schon auf die nächsten Clan-Spiele und was denn da noch so alles kommen wird. Bin ich natürlich auch mal gespannt, wann die nächsten Clan-Spiele denn kommen werden. Es wurde ja gemunkelt. Was wurde denn überhaupt gemunkelt? Eigentlich noch nichts. Also es wird gemunkelt, dass sie nicht so... Nee, sie haben ja selber gesagt, es wird nicht mehr so lange dauern bis zu den nächsten Clan-Spielen. Das war ja jetzt erstmal so eine kleine Testphase. Ja, wir stoppen uns mal eben noch die 50%. So, geben auf. 800 Dunkles haben wir liegen gelassen. Aber ist okay. Und machen jetzt mal eben vor allem einen kleinen Cut. Haben noch wieder Truppen bekommen und wollen dann... Warte mal, hier bilde ich jetzt noch was aus. Oder habe ich noch? Das ist okay. Können wir gleich direkt noch einen machen eigentlich. Und gehen mal eben rüber in Fredonauts Account und nehmen uns da die Belohnung mit. Bis gleich. So, wir sind zurück im Fredonaut Account. Haben noch 5 Stunden Schild. Das ist gut. Und der Weihnachtsbaum ist einfach mal super, super gespawnt. Ich meine, gut, was will ich hier machen? Ich kann doch eine Weihnachtsbase hier vielleicht noch bauen, um den Weihnachtsbaum gescheit hinzukriegen. Naja, wir werden mal sehen. Und jetzt wollen wir mal gucken, was wir uns denn hier mal gönnen. Hier denke ich mal auf jeden Fall nicht die Tränke, denn ich greife hiermit eigentlich nicht so viel an, oder? Was haben wir denn alles?
Oh, ich habe 7 Millionen Gold. Ich bin so kurz davor, die Clanburg abzugraden. Das dauert echt nicht mehr lang. Sehr gut. Was habe ich denn hier für ein Paket? Nee, 21,99. Das ist mir zu teuer. Wir nehmen den. Ja, nehmen wir euch mit den Trainingstrank. Kann deine Truppen und Zauber für eine Stunde auf den maximal mit deinem Labor möglichen Level. Okay, das werde ich definitiv im Clankrieg testen. Wir haben aktuell einen. Okay, oh, das geht so ab. Das wird so abgehen, Leute. Ich freue mich schon so. Oh, das wird lustig. Das wird lustig. Okay, wir werden hier definitiv diesen Trank nehmen. Oh, ey, wie geil das wird. Ich werde diesen Trank im Clankrieg benutzen und dann werden wir mal sehen, was dabei rauskommt. So, zack, du noch mit dabei und Gold natürlich. Ich brauche unbedingt Gold. Ab in die Clanburg und wir haben es bekommen. Ich bin nah dran. Ich bin nah dran an den 10 Millionen. Ein bisschen fehlt noch. Ein bisschen fehlt noch. Schatzkammer habe ich ja leider auch nur 720.000. Wir sind nah dran. Wir wechseln es aber eben nochmal rüber. Moment, was könnte ich denn hier ausbauen? Moment, was könnte ich denn für eine Taktik überhaupt machen? Das Problem ist, ich habe keine Bowler, ich habe keine Hexen. Ich könnte Valkyren nehmen. Oh, das mache ich im Clankrieg definitiv. Das werde ich im Clankrieg sowas von probieren. Das werde ich sowas von dem Clankrieg probieren. Und deswegen, Leute, müssen wir jetzt mal eben schon mal die Truppen fertig machen. Oh, Leute, das wird so lustig. Das wird glaube ich, wieder eine. Das wird eine richtig lustige Folge. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon drauf freuen. Da freue ich mich ja auch schon drauf. Und während wir das jetzt hier noch weitermachen, ich habe einen Kommentar gesehen von Nicole. Und sie sagt, es wäre ja eine Schande, dass die Clash of Clans-YouTuber alles immer direkt maxen, damit Geld verdienen und den anderen in Effekt nehmen. Was sie allerdings nicht dabei bedacht hat, die liebe Nicole, war, dass das ja quasi der Developer-Account war, in dem ich gespielt habe. Und liebe Nicole, du kannst mir ja vieles vorwerfen, allerdings ja nicht, dass ich jetzt hier Ultramengen an Geld rauskloppe. Ich habe jetzt, wie gesagt, diese 10 Euro ausgegeben, das war's. Und ja, das ist jetzt erstmal 20 Valkyren. Nehmen noch ein paar Magier mit. Ich muss mir echt nur die Taktik überlegen, was ich da genau mache. Ich werde nochmal in der Gruppe nachfragen, in der Kriegsgruppe. Freut euch auf jeden Fall drauf. Es wird eine richtig lustige Folge. Und jetzt gehen wir wieder rüber und machen noch einen Angriff und holen uns noch ein bisschen Loot. Jo, erster Klick. Ich hab's gesagt, Leute. Geht in Kristall. Ohne Witz. Boah, ich habe 21 Riesen. Das ist natürlich jetzt gar nicht mal so schnieke, dass ich 21 Riesen habe. Oh, eine Adler-Dev. Eine... In der Wildnis einsam lebende Adler-Dev. Die würden uns natürlich mal gerne mitnehmen. Ja, und während die Adler-Dev da schon mal was macht, wir nehmen mal eben die drei mit. So, du gehst dahin, mein kleiner König. Und jetzt werden wir uns noch den Loot schnappen. Übrigens, ein weiterer Highlight-Kommentar. So, bei Nicole kann ich es noch verstehen. Ich meine, sie hat wahrscheinlich darauf geachtet, dass das der Developer-Account war. Ja, kann ich es noch verstehen. Ja, ich weiß. Ich habe den Fehler gemacht in der Tipps- und Tricks-Episode. Da war das die 100% Zerstörung im Hauptdorf und nicht im Nachtdorf. Mea culpa, mein Fehler, gebe ich zu. Und dann war da noch so ein Kommentar. Du spielst seit 4 Jahren dieses Handyspiel. Spiel mal Fortnite, du Hurensohn. Ja, das ist natürlich dann, das ist natürlich wirklich so Highlight-Kommentare, wo ich mir denke, so, wow. Geil. Wo ich mir denke, geil. Einfach mal, schon mal instant als Hurensohn bezeichnet zu werden. Ja, läuft auf jeden Fall. Das muss ich sagen, läuft. Wobei jetzt das natürlich bei uns, naja, wenn Matthias nicht gerade Videos aufnimmt, hält sich das ja auch noch in Grenzen mit den Beschimpfungen eigentlich. Naja, da kann ich drüber hinwegsehen auf jeden Fall. Und wir haben den Loot bekommen. Haben noch ein bisschen 800 Dunkles ist eigentlich noch da, werden wir wahrscheinlich nicht mehr kriegen. König, ja gut, bevor der König jetzt komplett über die Wupper geht, nehmen wir das schnell mit. 33.000 Bonus ist nicht viel in Kristall, aber es lohnt sich einfach aufgrund der Masse an Angriffen. Was sagt denn hier? Eismann kommt in einem Tag. Oh, Ressourcen habe ich da eben... Hätte ich mal bei Fredonau drauf achten müssen, ob die noch geboostet waren oder nicht. Wie viel haben wir denn jetzt? Ich habe eh noch 9 Stück. Okay, das hat sich erledigt. Da nehmen wir auf jeden Fall noch wieder Bogis mit. Wir machen es diesmal anders. Ja, es sind viel zu viele. Wir sparen sogar noch Elixier ein. Boah, vor allem, da muss ich noch ein Lager machen. Dann sind die Lager schon wieder maxed. Die Armeelager. Ich freue mich schon so. Das wird richtig lustig. Und ich habe auch mal in die Gruppe eben in der Pause reingeschrieben, was ich für eine Taktik nehmen soll mit Fredonau. Leute, ich glaube, das wird die 17 Uhr Episode. Es wird, glaube ich, richtig lustig werden, wenn ich dann einfach mal mit den Max-Truppen für die Laborstufe angreife und von den Truppen, natürlich, die ich zur Verfügung habe, also Valkyre und, was habe ich noch gesagt? Valkyre und vor allem auch Golem. Das wird richtig lustig und, ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, wir sehen uns dann später wieder. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, es ist weg!
Es ist weg. Es ist verschwunden. Es ist verschwunden. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr genommen habt. Was für eine Belohnung habt ihr genommen? Habt ihr eher die Tränke genommen oder habt ihr eher die Ressourcen genommen? Schreibt es in die Kommentare. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bis später. Tschüss.